Das Leben ist seltsam, aber es ist wert, es zu leben. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde. Einem neuen Life is Strange. Und zwar Life is Strange True Colors. Das Spiel ist in meiner Erinnerung noch gar nicht so lange her angekündigt worden. Also relativ frisch. Und wir können auch direkt... Bam! Alle 5 Kapitel spielen, werden wir heute zwar nicht machen, aber auf jeden Fall Episode 1 und mal schauen, wie weit wir kommen. Vielleicht spielen wir noch die zweite, aber ich glaube eher nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Johannes und Lena, dass sie am Start sind. Lena, ne, hat ja schon die ersten 3 Episoden mindestens gespielt, komplett durchgezuckt. Das Game ist ja seit gestern, dem 9. September, auf Steam. Ich glaube, man konnte es sich vielleicht auch schon ein paar Tage vorher runterladen oder so. Irgendwie leckt meine Facecam, zumindest bei mir. Ich hoffe, es ist bei euch nicht so. Falls es bei euch so ist, schreibt das gerne mal in den Chat. Ansonsten, ja. Ich würde gleich reinstarten. Wir sind leider schon ein bisschen gespoilert worden, beziehungsweise der Trailer, der ist nochmal in der Beschreibung verlinkt für die Leute auf YouTube, worauf ich reacted habe bei dem Life is Strange, dass es Steph in diesem Game gibt. Story kaufen. Ich glaube, das geht jetzt noch nicht. Ich habe okay, anscheinend, keine Ahnung. Einstellungen habe ich versucht schon zu machen. Die Audio ist relativ laut, aber finde ich jetzt per se nicht störend. Okay, nee, schreibt er. Das heißt, der Chat ist am Stissel. Mein Handy liegt auch weit weg. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Ne? Wir hatten ja die letzte Zeit ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon. Ich hoffe, dass das dass es jetzt gerade nicht der Fall ist, weil das würde mich sehr hart tilten und dann müsste ich das nochmal neu einleiten. Ja, ich habe leider Fenstermodus, heißt, ja. Sorry. Gut. Wir wollen nicht lang quatschen. Gehen wir rein ins Game. Life is Strange, wir kennen es alle. Ich habe leider Life is Strange 2 noch nicht let's played. Wollte ich eigentlich machen zwischendrin, aber irgendwie habe ich das voll verpennt. Ich hatte Urlaub und ein bisschen Stress in der Arbeit und konnte es nicht mehr spielen. Aber die Adventures of Captain Spirit habe ich gespielt, ne? Und Life is Strange, sowie Life is Strange Before the Storm. Alles in der Beschreibung verlinkt, alles in der Playlist, in den jeweiligen Playlisten. Life is Strange 2 wird dann noch kommen. Sind ja eigentlich alles unabhängige Stories, aber natürlich gibt es hier und da Easter Eggs und Verknüpfungen, soll ja irgendwie auch in derselben Welt spielen. Aber eigentlich sind es einzelne Geschichten. Ja, ich denke mal, die meisten wissen schon, worum es geht. Wenn nicht, stellt euch auf jeden Fall die Frage, was könnte die neue Superkraft sein? Und das ist etwas, was ich sehr viel cool finde tatsächlich. Aber wir gehen ins Game. Oh, neues Spiel. Ja, meine Facecam, ich weiß nicht, ob die gut platziert ist. Nämlich da, wo ich bin, da ist nämlich das Ladesymbol, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Life is Strange True Colors ist ein erzählerisches Spiel mit Spielentscheidungen, wähle deine Entscheidungen weise und so weiter. Wir kennen's. Also, Alex, es ist endlich soweit. Du bist seit 8 Jahren in der Wohngruppe Helfende Hand. Wir haben eine Menge durchgemacht. Ja. Und jetzt verlässt du uns, um bei deinem Bruder zu leben. Meinem Bruder Gabe. Hier steht, er lebt in Haven Springs, Colorado. Stimmt das? Ein großer Schritt. Wie sieht es mit der Schule oder einem Job aus? Mein Bruder meinte, ich kann ein paar Schichten in der Bar übernehmen, in der er arbeitet. Dann arbeitest du mit Menschen. Ich denke schon. Weiß denn dein Bruder von deinen... Problem? Ist das eine offizielle Interviewfrage, Dr. Lin? Alex, du weißt, du liegst mir am Herzen. Und nach allem, was passiert ist, will ich wirklich nur das Beste für dich. Er weiß nichts. Das wird niemand, sobald ich hier weg bin. Dann bin ich... ein normales Mädchen in einer normalen Stadt. Die
direkt ein paar Dinge zu sagen. Deutsche Synchro. Und ich glaube, deutsche Untertitel, ich weiß nicht genau, aber deutsche Synchro. Komplett neu. Glaube ich. Also bis jetzt waren die Spiele ja auf Englisch. Finde ich nice. Finde ich sogar bis jetzt sehr gut. Ne, viele haten ja Deutsch, aber ich finde, Deutsch ist eine sehr schöne Sprache, wenn man es gut machen kann. Bis jetzt überzeugt, ne? Meine Facecam ein bisschen dunkler, weil. Ja. Ladescreen, aber egal. Und sie scheint ein paar Probleme zu haben. Was könnten das für Probleme sein? Ich finde es aber sehr gut. Ah, dazu kommen wir. Seite A. Kapitel 1, Seite A. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich werde mich wie immer muten und mein Gesicht wegmachen, wenn eine Cutscene läuft. So wie jetzt eigentlich, lol. Gabe meinte, ich soll ihn bei der Brücke treffen. Nevermind. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt mit Controller spielen soll. Weil Tastatur ist, glaube ich, ein bisschen lauter für das Mikro. Ja, und Tommy, der 31er, soll gefälligst in meinen Stream gehen und nicht Basus simpen die ganze Zeit. Wäre schon ganz cool, aber is what it is, ne? Steht ja auf den Rucksack auch drauf. So, Lena hat schon geschrieben, ich sage nur Gronkh-Modus aktiv, Details. Ja, Details, wir haben schon einige Details gesehen. Beziehungsweise sehen wir gerade jetzt einige Details. Ich werde hier mal kurz einen Schwenker machen. Die Stadt, Alter, die Grafik. Holy shit, ist die Grafik geil. Ich habe auf maximale Grafik gestellt. Wir sehen hier Alex, ein völlig normales Mädchen der aktuellen Popkultur, würde ich mal sagen, der aktuellen Generation. Ne? Haarschnitt, völlig cool, riesengroße Nerdbrille, Kopfhörer, relativ classy sogar, cool gekleidet mit Jeansjacke und so. Classy und fancy, weiß ich nicht, ist schon nice. Die Stadt sieht aber auch so insane idyllisch aus. Es ist so geisteskrank geil. Holy shit, stell dich vor, ihr lebt hier mit Glasfaser. Es wird Zeit, Gabe zu treffen. Ja, Gabe, ihr Bruder, wahrscheinlich der ältere Bruder, der lebt hier. Da wollen wir hin. Alter, diese Stadt, ich will hier leben. Aber mit Glasfaser, bitte. Ich würde nie wieder woanders entziehen wollen. Canary Café, cooler Name. Oh, das Spiel ist so schön. Ja, Controller muss. Also ohne Controller. Nee, wer Tastatur spielt, ist Int. Wobei, ja, man muss sagen, die Kamerasteuerung ist ein bisschen. Bisschen schnell. Kann man da noch was machen? Grafikqualität natürlich sehr hoch, weil das Game braucht, glaube ich, nicht wirklich viel. Sprache, Untertitel. Ja, könnte man theoretisch auf Englisch machen. Machen wir aber natürlich nicht, ist klar. Gameplay. Controller-Empfindlichkeit machen wir mal ein bisschen geringer. Tastenbelegung ist völlig wurscht. So, genau. Ja, das ist schon, gefällt mir schon besser irgendwie. Oh Gott, Spams. Ich würde das mit dem Cam und Mike immer ausmachen lassen. Das wird sehr stressig sonst. Nee, finde ich gar nicht. Die Cutscene wäre dann so gefühlt alle 3 Sekunden oder lol, die haben dann nicht so mega die Balance nach, das wäre für ihn halt stressig dann. Nee, das habe ich in allen Live-Streams bis jetzt gemacht. Tommy ist gerade nicht mal on, aber ich glaube, der wird dann lieber dahin. Ja, richtiger 31er, man kennt ihn. Ein anonymer Geschenkgeber hat Justin eine Stufe 1 Abo geschenkt. Nice, Ehrenmann. Ich hasse diesen Nymen, der ist immer da, wenn ich da bin. Ja, das ist, also, Johannes ist da leider so ein Typ. Lol. Kann man hier laufen? Nee. Okay, wir müssen gehen, ne? Ist das Laufen? Ja, das ist echt Laufen. Ich glaube, Gabe ist auf der anderen Seite der Brücke. Okay, da war ein kleiner Grafikbug, aber nicht schlimm. Es war eine Pusteblume, ein Pustekorn-Dings, whatever. Ich hab schon lange nicht mehr Let's Play, merke ich gerade. Holy shit. Alter, what? Screenshot. Ah, ich hoffe, ich hab's noch aufgefangen. Für YouTube. Wenn nicht, muss ich's mir online runterziehen, Lul. Krass. Die Zen-Momente. Okay.
With every small disaster, I'll let the water steal. Take me away to some place real. Cause they say home is where your heart is settled. Snow is where you go when you're alone. It's where you go to rest your bones. And it's not just where you lay your head. It's not just where you make your bed. As long as we're together, does it matter where we go? Absolut geiles Spiel. Es ist insane. Ich muss den Sam Moment leider unterbrechen. Wir müssen auch mal spielen, aber das ist Gabe. Oh Mann. Es laggt ein bisschen, oder? Es liegt aber an der hohen Grafik, glaube ich. Was ist die angemessene Begrüßung, wenn man seine Schwester nach 8 Jahren wieder sieht? Handschlag oder umarmen? Umarmen. Ich wäre cool mit einer Umarmung. Okay, die Tafel kommt zum ganzen Namen. Ich hoffe, dass Umarmung in Ordnung war. Ich freue mich so, dich wiederzusehen. Unglaublich, du bist hier. Glaub's ruhig. Oh. Aha. Sie ist jetzt erwachsen. Ich habe so viel verpasst. Gedanken lesen etwa? Telepathie? Ich bin gewachsen, hä? Ja, ja. Das hat die Zeit so an sich. Bereit die Stadt. Wir haben schon ersten Sneak Peek auf ihre Erfahrungen, auf ihre Talente. Ja. Erlebt. Ich bin nur etwas aufgeregt. Und das zu Recht. Dieses Treffen wird aufgezeichnet. Lel. Ja, ein bisschen Lex, okay. Ne? Die Black Lantern ist die Straße runter. Du weißt, dass ich über einer Bar wohne, oder? Er wohnt über einer Bar! Mega! Wie war die Fahrt? Einfach Ted Mosby. Du musst fertig sein. Mir geht's gut. Die Fahrt durch die Berge war unglaublich. Eleanor, hey. Alex ist angekommen. Eleanor. Alex, das ist Eleanor Leith. Danke, nicht sagen. Ladens? Und der absolute Sonnenschein von Haven Denken, Springs. Meinst du? Lol. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Oh, süß. Willkommen. Ja, Lippen lesen kann ich leider nicht. Sorry, hat sie, glaube ich, gesagt. Nee. Wir sind froh, no dass problem. Du hier bist, Alex. Gabe hat oft von dir erzählt. Das ist das Ding, wenn man Deutsch macht statt Englisch. Ich sollte nicht zwischenlabern, aber ich habe so viel... Also, ich muss meinen Senf dazu geben. Ne? Das ist der Sinn eines Let's Plays. Sie wirkt echt nett. Ja, sie ist toll. Sie liebt es, Leute zu umarmen. Hab ich gemerkt. Avalanche Ice Cream. Ja, moin, Lawine Ice Cream. Was kennt's? Willkommen, oh, Alter, wie viele Blumen hier sind. Oh Gott. Ist das der erste offizielle Halt der Tour? Ganz genau. Drin findest du unser wertvollstes Ausstellungsstück. Gabe Chen kauft Blumen zur Besänftigung seiner wütenden Freundin. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Kritiken waren durchwachsen. Lol. Ja, ich weiß, Leute. So, wir machen jetzt mal kurz. Hallo. So. Livestream? Lol, was? Okay, Ach, egal. Oh.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir nur 30, dass wir unlimited FPS hatten, ne? Jetzt mit 30 sollte es auf jeden Fall besser sein. Unlimited ist nicht gut auf meinem PC. Ja. Wir machen mal ein paar Sachen auf Mittel, weil ich glaube, dass wir nicht alles auf Hoch brauchen. 30 FPS sind aber 30 weniger, als ich sehe. Halt dein Maul. Ja, benutze ich, genau. So, Audio. Machen die Soundeffekte ein bisschen leiser. Ich mag das nie, wenn die so krass laut sind. Gut. Ja. Das sollte jetzt hoffentlich besser klappen. Hey Gabe. Riley, das ist meine Schwester Alex. Deutlich besser. Deutlich flüssiger. Sag mal, was ist deine größte Schwäche? What the fuck? Was? Gute Frage. Ist für ihre College-Bewerbung. Wir überlegen schon seit Tagen. Gabe besteht darauf, dass ich ehrlich antworte. Es ist immer besser, eine ehrliche Antwort zu geben. Was wäre die Alternative? Lügen? Nicht lügen, eher strategische Halbwahrheiten. Wie ich arbeite zu viel oder ich rette zu viele Welpen. Ja. Den Schwachsinn riechen die Ich sofort. bin Ich ein habe viel versucht, sie zu zu warnen. geiler Ach ja? Ficker, zum Beispiel. Was würdest du tun? Ich habe Black Screen? Okay, ihr aber nicht, Gott sei Dank. What the fuck? Man hat's gesehen in meinem Gesicht. Cool. Ja, ich bin ehrlich, komm. Ich würde ehrlich sein. Das ist oft nicht leicht, aber dann wirkst du viel authentischer. Ja, es geschieht. Wow. Ihr beiden scheint mir jetzt schon ein echtes Dreamteam zu sein. Sieht so aus. Alex, ich brauche deine Hilfe. Welche kaufe ich für Charlotte? Ich weiß, dass sie Sonnenblumen am liebsten mag, aber ich habe online gelesen, dass man sich am besten mit einem Strauß Maiglöckchen entschuldigt. Kauf doch beides. Also? Was hast du getan? Maiglöckchen, Sonnenblumen. Erstmal fragen, was er getan hat. Wofür entschuldigst du dich denn eigentlich? Dieses Mal wegen des Klodeckels. Sie mag Sonnenblumen. Maiglöckchen sollen angeblich besser sein. Wir nehmen Sonnenblumen. Also, wenn Charlotte Sonnenblumen liebt, Obviously. dann nimm doch einfach Sonnenblumen. Genau das dachte ich auch. Der Typ ist lost. Aber ich mag ihn. Er ist genauso lost wie ich. Weißt du, wenn Mac mir nur halb so oft Blumen kaufen würde. Naja, dann wäre er nicht Mac. Immer noch so ein Hin und Her zwischen euch? Irgendwie schon. Gerade läuft's gut, aber frag mich in 5 Minuten nochmal. Mac and Darf ich Cheese, abschreiben? Alter. Empathische Menschen, die dieses Game zocken. Willst du mir echt nicht von der Bewerbung erzählen? Ja. Nein, noch nicht. Vielleicht später. Okay, wie du meinst. Wir können los, wenn du willst. Alles klar. Ich würde Ich sehe gerne. mich vielleicht noch ein wenig Danke. um, bevor wir gehen. Ich will hier erkunden. Wo darf ich jetzt hin, ohne. Also wahrscheinlich nicht zu der Türe, ne? Ich darf alles machen, außer die Türe. Ob schon mal jemand auf diesem Dekostuhl gesessen hat? Oh, geil. Oh, Live-Sven spielen. Es ist nicht die krasseste Hand-Augen-Koordinationserfahrung in deinem Leben, aber storybasierend Wie wunderschön. bringe ich alles, was ich Beste. anfasse, um? Ein Gärtnerleitfaden von Alex Chen. Ja, fühle ich. Kommentare genau wie. Also, die hat genau solche Kommentare wie Chloe und Max. Ich finde das super geil. So richtig schöne, sarkastische, leicht zynische Aussagen über sich selbst. Beste. Man kann wirklich alles aufwerten, wenn man einen Strauß Blumen reinstopft. Oh, Deutsch. Ich liebe es, dass es Deutsch ist. Keine Karte, auf der steht, für meinen Bruder, den ich 8 Jahre lang nicht gesehen habe, weil das Pflegesystem uns auseinandergerissen hat? Schade. Oh, das ist malig. Ich bin überlegen, ob ich die Facecam noch ein bisschen kleiner mache, damit man den ganzen Text sieht.
Ich meine, mein Gesicht muss man nicht sehen, man muss ja das Spiel sehen. Mein Gesicht muss man nur so ein bisschen sehen, dass man sieht, dass ich da bin. Er hat so einiges gesehen. Ha! Gesehen! Jetzt nicht mehr. Die Story ballert hart, genau wie ihre Power. Perfekt. Geiler Typ. Nur die Harten kommen in den Garten. Voll. Und du kannst es wohl kaum erwarten. Oh Gott, was? Bitte hört auf. Was? Zu hart? Moment. Sie hat gerade was anderes gesagt, als da stand. Und das war nicht mal ein Übersetzungsfehler, sondern es war einfach ein komplett anderer Satz. Da stand, die Härteren kriegen die Gärtnerin oder so? Das hatte Gronkh auch. Okay, dann ist es tatsächlich vom Spiel implementiert. Also, oder ein Bug. Ja, ich meine, wenn man das Game bei Release zockt, dann kann man halt schlecht, ne? Dann gibt es keine Day-One-Patches oder so. Also, Day-One-Patches gibt es per se ja nicht. Weil Day-One-Patches meistens nur noch. Ja, wir waren ein bisschen faul, das gleich so reinzuprogrammieren. Deswegen releasen wir das Spiel und machen es dann nochmal an dem Tag, wo es rauskommt. So ein bisschen als. Ne? Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Ja, natürlich. Aber krass, okay, das Pflegesystem hat die beiden auseinandergerissen. Das wollte ich noch hinzufügen, genau. Seit vor 8 Jahren. Wie alt war dann Alex so? Die müsste jetzt so. Die ist ja so in unserem Alter, würde ich sagen. So irgendwas mit 20. So junge 20 hätte ich jetzt geschätzt. Das heißt, 8 Jahre wäre Teenageralter. Das ist schon. Moment mal, die Eltern sind. Oh, ich glaube, die Eltern sind dead, oder? Was? Halt im. Wir können gehen, wenn ich mich umgesehen habe. Oh, Emotionen können wir sehen. Aha, Leute. Sieh an. Was, wenn ich nicht genommen werde? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Wenn sich Riley so viele Gedanken macht, ist diese Stadt vielleicht doch nicht so übel. Okay, der Punkt soll auf die Emotionen hinweisen. Ah, ich finde den Punkt leider nicht gut, weil der ist weiß. Also er blinkt zwar schön, aber man kann ihn schon übersehen, wenn man so einmal rüberschwenkt. Das ist irgendwie. Hoffentlich wirft mein Ratschlag sie nicht völlig aus der Bahn. Ach, wird schon passen. Ach, klar. Ich glaube, die ersten Entscheidungen sind noch nicht so relevant. Also ich meine, generell sind alle Entscheidungen relevant in solchen Spielen, klar, aber. Oh, wer die wohl sind? Süß. Vielleicht ihre Großeltern? Süß, oder? Warte mal. Ja. Sind das deine Großeltern? Nein, aber sie bedeuten mir viel. Okay. Alistair und Ava Murphy. Oma hat ihnen das Gebäude vor meiner Geburt abgekauft. Cool. Ah, wenn da ein X drauf ist, dann spricht man gerade darüber. Das ist auch eine Neuerung. Das gab es, glaube ich, noch nicht. Okay, wir haben jetzt tatsächlich schon alles gesehen, oder? Nee. Ein Muss für jeden verzauberten Garten. Bestimmt übersehe ich hier auch in diesem Let's Play einige Dinge. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Ich bin halt auch nicht der krasseste Entdecker-Typ. Hier darf ich wahrscheinlich eh nicht hin. Employees only, sorry. Ja, also, weißer Punkt, Emotions. Kann man hier neue Emotions finden oder ist es das Gleiche? Scheiße. Was, wenn doch? Bin ich schon bereit zu gehen? Nichts war so mies, wie bei mir den T-Post-Bug zu haben in einer wichtigen Szene. Ist das immer wieder, was man hier übersehen kann, den Punkt, so wie bei den Polaroid-Fotos und das Graffiti in den anderen Teilen? Ja, kannst du bei den Blumen nicht die Mai noch anschauen. Hab ich doch. Hoffentlich mag Charlotte die Sonnenblumen. Ja. Oh, da war ein Lag, aber der war auch bei mir, also. Colorado Flowers. Ja, ich finde Blumenläden immer ein bisschen weird. Aber trotzdem auch schön natürlich. Ich denke mal, wir können gehen. Der ernste Blick. Ich muss sagen, irgendwie finde ich die Steuerung viel geiler als bei den vorherigen Spielen. Wir sollten los. Ich will noch den Rest der Stadt sehen. Ja, die ist nicht so schwammig. Die ist sehr zielgenau. Das finde ich sehr, sehr gut.
kann los. Es sieht aus. Wir sehen uns, Riley. Wie beim ersten Date. Sie ist cool. Aber ein bisschen gestresst, obviously. Haven Drugs. Geil. Alter, diese Stadt. Boah. Das könnt ihr doch nicht machen, Leute. Sowas existiert doch nicht. Also zumindest nicht in dieser vollen Schönheit. Wie lange bist du schon mit Charlotte zusammen? Ungefähr 3 Jahre, glaube ich. Dann gibst du sicher viel Geld für Blumen aus. Sie ist es wert. Ja. Eine Gasse? Ja. Typ mit Glatze? Ja, Mann. Pass bloß gut auf. Es wird windig. Ich pass schon auf. Ich will nur nicht, dass du fällst. Auf einer Leiter muss man sicher stehen. Jetzt hör schon auf. Hey, mach mich doch nicht so an, klar? Ich sage bloß, mein Onkel Albert ist mal von einer Leiter gefallen. Das war, als er sein Dach neu gestrichen hat. Was? Ich war jetzt schon zu weit weg für den Satz? Boah, nee, das ist ja mega nervig. Also ein bisschen Toleranz hätte ich schon gern. Da steht Open und wir können nicht rein, alles klar. Moin. Warnung. Wow. Danke für die Info. Typhoon Mining Co. Blasting Notice. Automated Blasting to take place. Am 28. April 2019 am Sonntag um 9 Uhr abends. Warning sirens will sound prior to detonation in areas within blast radius. Do not enter blast area. Wow. Do not enter blast area. Wer hätte es gedacht? Nee, ich lasse mich gerne mal Sonntagabends in die Luft sprengen. Man kennt's. Ist mein King, wisst so, ihr? Hier ist es. Blumenkranz. Alter, die Stadt lebt aber auch von Blumen. Die sollte Flower Springs heißen. Die sind echt schön. Danke. Hab ich gemacht. Jeden einzelnen Kranz. What? Wow. Du solltest Geld dafür verlangen. Es geht nicht ums Geld, Alex. Hat die wirklich gemacht? Ich dachte, er trollt mich nur. Junge, ich... Ich krieg von dieser Stadt nicht genug. Alter, holy shit. Ah ja, das Silver Dragon. Ah ja, ich sehe schon. Das ist ein Teeladen. Oder vielleicht eine andere Art von Laden. Wow. Einfach wow. Ja, Mann. Ich bin auch ein Goat. Wenn ihr mal der Goat seid, spielt ihr Goat Simulator. Brr. Center your body, free your mind, and do it all with tiny little goat feet on your back. Join us for a relaxing yoga session on our forum. Oh, ruf mal bei der Nummer an. What the fuck ist Ziegen-Yoga? Yoga? Mit Ziegen? Willkommen in Colorado. Sie sagt einfach what the fuck im Deutschen. Das ist ja mal mega geil. Ist das von Dontnod? Alter, ihr seid die geilsten. Ich schwöre. Ihr seid einfach die geilsten Spieleentwickler. Okay, der ist auch besorgt. Ich glaube, das Lilane ist besorgt sein. Schritt 1, die Sache mit Charlotte wieder gerade biegen. Schritt 2, Alex und Charlotte werden beste Freundinnen und alle sind glücklich. Gabe ist echt nervös. Er will, dass es mir oder Nervosität, gefällt. Ja, geht auch. Wirklich lieb von ihm. Ja, okay, wirklich lieb von ihm. Klingt natürlich schon ein bisschen cringe auf Deutsch, aber... Ich wette, Gabe hält den Blumenladen ganz allein über Wasser. Blumenverkäufer Number 1. Gabe Chen, der perfekte Boyfriend. Voll, oder? Ich gehe kurz rein und glätte die Wogen. Dauert nur eine Minute. Hey, ich stell dich hier noch vor, nur später. Okay. Ist echt kein Problem. Cringe. Das dauert länger als eine Minute. Kannst mir glauben. Oh, hallo. Gabe ist dein Bruder, oder? Ich bin Ethan. Charlotte ist meine Mom. Hi Ethan, ich bin Alex. Was liest okay. du da? 9. Wächterin. Oh, hat sie das Zepter der Klarheit schon gefunden? Sie sucht noch danach, aber ich glaube, sie braucht den Armreif des Verschwindens, um es zu finden. Einfach Nerdstuff!
Verstehen, das ist meine Hautkraft. Oh, hätte lieber den Feuerring. Nee, komm, wir machen ein bisschen. Ich würde lieber Feuer verschießen und meine Gegner zu Asche verbrennen. Was, wenn der Feuerring versehentlich beim High Five losgeht? Zu riskant. Nice. Wenn du Comics magst, kann ich dir mal meinen eigenen zeigen. Den würde ich gern sehen. Klingt gleich verstören, aber ich hoffe, er meinte natürlich wirklich sein Comic. Ja, eigener Comic, also Ehre, wer sowas kann, das ist schon strong. Okay, er packt es gleich los. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich habe noch eine Menge Kopien, die ich im Plattenladen verkaufe. Das Legendary Monster cool, Slayer Fëanor. Ich lese ihn sofort. Geil. Gehst du zelten? Kennst du die Mine? Ich weiß, dass es eine gibt. Minen sind gefährlich. Ich glaube, ich habe einen Weg reingefunden. Also, ich bin keine Expertin, was Minen angeht. Aber ich hätte ja schon ziemliche Angst. Ach, ich mache öfter Erkundungstouren. Das ist gar nichts. Oh Mann. Ethan! Ah ja, jetzt habe ich kurz Zeit. Gabe ist übel der Keck, aber mega der coole Keck. Auf jeden Fall. Wichtig. Flower Springs klingt mega geil. Ziegenjoghurt, lass mal gönnen. Sie bricht übel Denglisch in dem Game richtig Baba. Meinst du spricht oder bricht? Also sie spricht Denglisch. Beste Sprache. Bestes Deutsch ist Denglisch. Okay, ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben, aber ich glaube, dass ich hier den Kontext gut erschließen kann, und zwar, er will in die Mine gehen. Ob ich mitkommen soll? Nein, ist okay, und versprich mir vorsichtig zu sein. Wir machen natürlich Antwort B. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst, okay? Mach dir keine Sorgen. Wirklich. Ich sehe mich mal im Plattenladen um. War schön, dich kennenzulernen. Cooler Junge. Ich würde gern sein Comic lesen. Hallo. Wir haben noch locker 50 Stunden Zeit jetzt. Treasure of Tibet. Fred. Irgendwas. Okay, Ladescreen. Plattenlanzen. Let's go, 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 go. Ist jetzt nicht so meine Welt, aber ist natürlich trotzdem beeindruckend anzusehen. Erinnert mich an den Laden, in dem Gabe und ich früher ständig waren. Mein Headset hat gepiept. Er hat wochenlang das Geld von seinem miesen Autowaschjob gespart, damit wir neue Platten hören konnten. Echt verrückt. Nach all den Jahren stehe ich hier und warte jetzt wieder im Plattenladen auf meinen großen Bruder. Nur dieses Mal kaufe ich die Platte. Niemals. Oh mein Gott, da ist sie. Ich fass es nicht. Ich fanboy gerade. Oh. Lol, da ist eine Scheibe. Moment! Firewalk an der Wand. Wo? Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Nein. Unicorn Sandwich oder Zombie Parade? Ah, das ist beides cool. Zombie Parade, komm. Es ist Steph, Leute. Es ist Steph. Ich fanboy gerade übel hart. Und nicht nur, weil sie hot ist. Aber sie ist eh, also, ne? Bewohner von Haven Springs, ja. Das war The Wednesday mit Bomb Squad. Und als nächstes kommt ein ganz besonderer Wunsch von so einem Mädchen. Von so einem Mädchen, ja moin. Du, ich und Gronk, Zombie Parade Gang. Jawohl, Zombies. Zombies sind der Shit. Easy. Bob Marley an der Wand, Kappa. Ich habe jetzt Firewalk immer noch nicht gesehen, scheiße. Ist im Moment geschlossen. Was?
etwas verwirrend ist, da er ja offensichtlich aufhat. Halt. Moment, bist du Alex? Die bin ich. Ryan, wie auch immer du bist, cooler Typ, keine Ahnung. Gabe spricht schon seit Ewigkeiten davon, dass du mal kommst. Ich bin Ryan. Hi, Ryan. Freut mich. Also, ein weiter Weg von Portland. Was hältst du von Haven? Gutes Poster. Also alle. Bisher sieht es ziemlich cool aus. Dieser Plattenladen ist echt unglaublich. Sowas habe ich hier echt nicht erwartet. Yep, unser kulturelles Wahrzeichen. Also, der Laden ist geschlossen. Aber sie haben ihn nur für dich geöffnet? Du musst dir etwas sehr Wichtiges abholen. Naja, nun, das könnte man so sagen. No, der Naturkundler Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Mhm. Wow, das ist... Nerdig. Das nerdigste Ding, was ich je gesehen habe. Und ich meine, ich besitze 2 Schoolhouse-Rock-Alben. Firewalk, da! Ich würde ja gerne lügen und sagen, dass ich die für die Arbeit brauche, aber... Nee, ich stehe einfach drauf. Alter, das ist auch ein Kecko. Wieso sind ja alle Keckos? Geil. Also, bist du ein... Colorado State Park Ranger. Okay, das ist cool. Jetzt ergibt das alles Sinn. Okay, ja, actually das. Schade, dass der Laden zu hat. Ich wollte ein Geschenk für Gabe suchen, aber ich finde sicher was anderes. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch Platten hört. Was tut er? Charlotte hat ihm gerade erst einen Plattenspieler geschenkt. Wenn ich mich nicht täusche, hat er etwas zurücklegen lassen. Als ob. Das gönnen wir ihn jetzt, oder was? Du arbeitest also nicht hier? Steph hat sicher nichts dagegen. Das wird der einfachste Deal, den sie je abgeschlossen hat. Wenn ich nur die Warteliste finde... Er arbeitet nicht hier und kruscht hier rum. Sass! Aber das ist halt in so einer kleinen Stadt easy, ne? Die war hier doch irgendwo. Alter, nicht den Stecker ziehen. Puh. Hilfst du mir suchen? Na klar. Als ob ich jetzt diese Warteliste suchen muss. Oder die Platte. Kein Plan. Steph lässt wirklich überall Zeug liegen. Ja, jetzt können wir Alex schneller bewegen. Okay, pass mal auf. Also. Wir machen das. Scheißegal, wir erkunden jetzt erstmal. Da laufen Leute rum, ist mir wurscht, das habe ich gleich am Anfang gesehen. Aus Fremden auf der Bühne stehen? Alter, das ist ja wohl mal das Gruseligste überhaupt. Respekt an diese extrovertierten Söhne Gondors, ja, also jetzt keine Beleidigung, aber an die krassen Cringe Boys and Girls, die Karaoke machen. So, das könnte ich never ever in my life. Außer wenn man richtig sturz ist. Aber selbst ich, also nee. Sich hinstellen und freiwillig zum Affen machen. Ja moin. Aber für die halbe Preis auf Getränke, da bin ich dabei. Da bin ich doch dabei. Und dann andere Leute auslachen. Lul. Du hast mir gar nichts zu sagen, Poster. Ah. Call the councilman, tell them to vote no. On local ballot measure 39, Keeper Dormer and Standing Tall. Haven Springs proposed future mining sites. Current mining site, aha. Ja, keine Ahnung, Digga. Ist so eine politische Sache, glaube ich. Gut, Pflanzen. Können Pflanzen Schmerzen empfinden. Aber können sie Melancholy and the Infinite Sadness im Bett singen? Ich denke nicht. Also, hast du schon mal gesehen? Das ist mal ein Radiowettbewerb, den ich sogar gewinnen könnte. Play name the tune on 10 oldies to win a flat screen TV. Ja, bin ich raus. Ich bin halt nicht so ein Oldie-Mensch. Aber hey, es gibt eine Menge Menschen, die das sind. Und die cashen richtig ab, theoretisch. Gut. Musikstation. Oh. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Ja, mehr, Alex. Ich wollte Max sagen, what the fuck. Immer so X-Namen. Wir werden hier jetzt nicht eine Stunde sitzen, aber ein paar Minuten gönnen wir uns auf jeden Fall. Ist klar. Ich antworte gleich auf die Kommentare. Wir sollen was ganz Wichtiges suchen.
erstmal zurücklehnen und Musik hören. Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Moment, war das nicht der Trailersatz? Habe ich jetzt gerade erst gecheckt. Es fühlt sich alles immer noch so unwirklich an. Als würde ich jeden Moment wieder in der Wohngruppe aufwachen. Boah, die Wohngruppe muss ja echt scheiße gewesen sein. Das hier oder, ist jetzt oder gut. Mein Zuhause. Ich hab's jetzt nicht rausgehört. Die Songs sind mal wieder on top. Gönnt es euch einfach, dass wir ein neues Life is Strange haben. Lol, ist das eine echte Katze? Paradox Insanity, klingt auch cool. Ich würde sagen, wir antworten mal auf ein paar Kommentare. Ja, ich schreibe zu viel. Oh, sorry. Du willst du wissen, oder weißt du, wen Gronk in den Games interessiert hat? Nein, weiß ich nicht, will ich auch nicht wissen. Ich werde es hoffentlich raushören, weil die Gronk-Stimme, die habe ich auch bei Joker aus dem Lego Batman schon rausgehört, obwohl ich es nicht wusste. Also, das hat mich dann so, hey, ist das nicht Gronk? Also, man hört das schon. Gronk hat, by the way, 17 Minuten gebraucht, um dazu dieser Scene zu kommen. Huh? Chloes T-Shirt an der Wand. Oh mein Gott, nee, really? Soll ich hin und wieder was sagen oder still sein? Wie gesagt, nicht mehr verfassen kann. Ja, also du kannst gerne Sachen schreiben, aber ich werde natürlich nur auf Sachen antworten, auf die ich antworten möchte. Aber ich werde versuchen, auf möglichst alles antworten, sobald es sich halt ergibt. Nesselfieber, ja. Gute Besserung. Du hast nicht viel verpasst. Der Bruder ist zur Charlotte rein. Und stellt uns später vor, dann haben wir Ethan getroffen, richtig cooler Junge, der halt Comics liest, der hat uns sein eigenes erstes Comic gegeben, also eine Kopie davon. Und jetzt sind wir in den Plattenladen, haben Steph angetroffen, die man ja aus Life is Strange kennt, die da ist und arbeitet gerade, wie man sehen kann, im Radio. Ehre. Ehre, Ehre, Ehre auf jeden Fall. Und ja, Ryan. Und jetzt müssen wir eine Warteliste suchen, um das Geschenk für Gabe zu finden, das er hinterlegt hat. Starker Magen Club Bimi, ja, mich schon. Steph gesehen, Album ausgewählt, Firewalk an der Wand. Ja, genau. Okay, keine Ahnung, aber danke. In dem Raum, wo Steph war, war auch noch was aus. Aber das hat selbst Gronk nicht gesehen. In dem Raum, wo Steph war, war auch noch was aus. Chat aufgrund von Scrollen angehalten. Brett. Ja. Okay. Jetzt suchen wir die Warteliste. Vielleicht sehe ich ja, was Gronk übersehen hat. Das wäre schon ganz cool. So, Hinweise sind immer nett, ne? Genau, das ist ein guter Hinweis, dass ich da mal gucken kann. Ist halt an sich Backseat Gaming, aber ich find's nicht schlimm. Ich will halt nur kein richtig krasses Backseat Gaming. So, dass man mir sagt, was ich tun habe. Aber das ist gut, das ist gut. So Hinweise geben oder so Anregungen sind nice. So, das ist doch Chloes T-Shirt, ne? Das Weiße da. Das hatte sie, glaube ich, zur Auswahl mal. Wenn mich nicht alles täuscht. Weil das habe ich, glaube ich, nicht angelassen in dem Let's Play. So, was ist jetzt in Steffs Raum? Was Gronk übersehen hat, was ziemlich elementar sein könnte. Hier nicht. Der Bär? Nee. To be honest, sehe ich das jetzt leider nicht. Aber warte mal, können Sie anschauen. Ich finde es toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Ja. Der Roboter? Alex, sorry. Ja, ich sehe Tor. Nö, Torchat? Nö. Scheiße. Der Bär mit der Zorro ist ja schon die größte. Ach, echt? Okay, nee, habe ich überhaupt nicht erkannt, den Bären. Schade. Huh. Colorado steht auf alternativen Rock. Alternative Rock ist sehr, sehr nice. Er wirkt cool.
Für einen Förster. Er ist doch Ranger, ist doch kein Förster. Aber sprechen können wir mit dem Dulli. Gabes Platte ist hier drin. Aber welche ist es? Okay, wir geben mal einen Tipp an. Ich glaube, es ist Crazy Stick Kult. So, und jetzt suchen wir die Warteliste und schauen, ob wir richtig stimmen. Actionfiguren. Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Ist das Lady Deadpool? Nee, aber es ist schon. Es sieht schon ein bisschen aus wie eine weibliche Version von Deadpool. Lulz. Wo versteckst du dich? Das schreit nach Kleinstadt. Red Rock Sommerkonzerte, KRCT Sommerverlosungen, verpasst sie nicht, Familie Vodresa, andere Attraktions, Charlotte Herman. Ah, okay. Sie macht diese Fotos. Zeig mir, wie es wird, zeig mir, wie es liebe. Ruf noch heute Ralfs Regenrinnenreinigung. Alter, das schreit wirklich nach Kleinstadt. Ralfs Regenrinnenreinigung, Junge. Alliteration. God. The Flaming Mermaids. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Delightful. But then. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Forbidden Songs, Adam und Steve. Aha. Area 51, Alter. Die Kuh, Digga. Und so bunt. Oh man, I'd Welp. Oh geil, Alter. Ich find's cool. Das ist cool. Die Katze einfach. Moment. Ist das die Warteliste? Ja, moin. Ansehen, erschrecken, bewegen. Hättest du dich nicht, keine Ahnung, irgendwo anders zusammenrollen können? Nee. Katzen sind immer prinzipiell im Weg. Also mache ich so ein leichtes Ding, wenn ich meine, du hast das hörst, aber ich sag nicht was, bis du fragst. Ja. Ja, ja, gut. Wenn ich was verpasse, wäre schon cool, wenn ich noch vorher Bescheid kriege, bevor ich das dann nie wiedersehen kann. Ja, erschrecken ist halt arschig. Aber es gibt theoretisch eine hidden vierte Option. Sowas gibt's ja manchmal. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Ja, das ist diese typische sarkastische Frauenstimme. Die haben nur bestimmte Typen von Frauen. Nicht alle können so eine Stimme rausballern. Das kann ich nicht mal nachmachen. Diane einen Streich spielen. Wischen. Neue Verächtlichung einräumen. SG. Anschlagbrett. JV. Wischen SG. Allianzbestätigung für Vision, Frühlingsfestival Vision. Wie hieß die jetzt nochmal? Steph, genau. Also Steph ist, glaube ich, SG. Also Steph Ginger? Irgendwie sowas. Und JW könnte, weiß ich nicht. Und dann gibt es noch eine Diane. Ist die in so einer WG? Also sieht nach WG aus. Oder halt Mitarbeiter, na klar. LARPing, Fake Weapons, Real Fun, Mountain Song, 5 von 5. Ja, LARP, ne? Live Action Roleplay, genau. Ist quasi Real Life RPG mäßig. Gut. Ja, Kitty Cat, so, hauen wir die jetzt weg oder. Ah, Bücher. Ich habe in der Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Irgendwann würde ich es gern mal lesen. Einen Aufsatz schreiben, ohne es zu lesen. Oh, das sieht cool aus. Paradise. Einfach Seraphins Album. Ja, moin. Valkyrie. Abgefahrener Name für eine Katze. Cooler Name für eine Katze. Sieht aus wie meine Katze, nur mit kurzen Haaren. Meine Katze sieht genauso aus mit langen Haaren. Also Amy, schwarze Katze, gelbe Augen, genau dieser genervte Blick. Bewegen. Ganz ruhig. Ich will nur kurz. Nee, das lässt die nicht. Okay, ja, ja. Alles gut. Dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken. Können sie mit dem Spielzeug, falls sie es finden, hilf mir mal. Hilf mir mal. Ja, cool, dass du das nicht gelabert hast. Okay, ich würde gerne, ne, hier nochmal kurz rein. Einfach, Sweet Kiss.
Ja. Steph's Touch and Die. Wegen der Notiz will ich es jetzt erst recht anfassen. Oh, Bad Bitch. Du willst echt draufgehen, oder? Ja, ja. Todesängste. Ich wollte nur sehen, was passiert. Steph springt aus der Wand und killt dich. Steph in deiner schalldichten Wand sitzt. Hey, nenn es Glück. Aber ich hab den Tod überlistet. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ist jetzt selber gespielt? Oh mein Gott, sag nicht, wir können Gitarre spielen. Gabe und ich haben als Kinder davon geträumt, Demos aufzunehmen. Ist nie was geworden. Oh, ich finde solche Läden übel stylisch. Der Trinkvogel. Du kommst auch nicht zur Ruhe, was? Armes Ding. Warum genau kommt es nicht zur Ruhe? Ich dachte, da geht Energie verloren bei so einem Ding. Das wäre ja dann Perpetuum Mobile. In dieser schwierigen Zeit könnte die Welt wirklich mehr Rocksongs mit Klarinetten-Solos gebrauchen. Warte mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Klarinetten-Solos? Und wo ist mein reicher polnischer Klarinettist, der mir Sachen kauft? Diese Klarinette wurde in den 1930ern in Polen hergestellt und gehörte Igor Sobieski. Igor war ein berühmter Klarinettenspieler und ein Überlebender des Zweiten Weltkriegs. Er und seine Familie zogen 1947 nach New York, wo er Sobies Musik gründete. Einen Importeur hochqualitativer Instrumente aus aller Welt. Igor setzte sich schließlich in Haven Springs zur Ruhe. Hier finanziert seine große Spiele noch wie vor Curiosity, Havens eigene und unabhängige Radiostation. Irre Mann. Einfach ein Pole. Hat er sich die wohl geklaut, Lulz? Nee, Spaß. Lass mal die Klischees. Moment mal, haben wir die Comics noch nicht durchgelesen? Die neunte Wächterin. Nicht. Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Steht da nicht? Nee, Spaß. Nee! Nee! Life is Strange. Als ob es ein Life is Strange Comic gibt. Son of Lad. Doktor. Was? Doktor Timebot? Alter, dieser Lichteffekt, als ob es den wirklich gibt. Ja, hier. Doktor Timebot. The Jurassic Edition. The Ninth Warden. Geil. Aber einfach Life is Strange. Tales Proving, Life is Strange. Alter, ohne Scheiß, ist ja mega geil. Ohne die Spoiler sogar, also versuchst du etwas zu überlesen. Untertitel spoilern. Okay. Ja, aber das Ding ist, er hat ja nicht geredet, als der Untertitel gerade da war. Also war es ja gut, dass ich Untertitel hatte, weil sonst wüsste ich nicht, was ich jetzt tun sollte. Alter, bist du fett. Scheint, als bräuchte Ryan Hilfe bei der Suche nach dem Spielzeug. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Banjo Dubstep? Ja. A cappella Screamo. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Beides ein... Dieb. Tja. Ist doch beides ein Widerspruch. Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Okay. Ah, ich kann nicht gehen. Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Vielleicht in der Box? Da ist Geld drin, oder? Was wäre, wenn er nichts anderes mehr hört als Smash Mouth? Und vor allem Coverbands. Ugh. Dann enterbe ich ihn. Mhm. Scheiße. Also Coverbands finde ich schwierig, weil sie halt Erfolg nur durch andere Musik generieren. Das finde ich irgendwie lame. Also klar, wenn man damit groß wird und dann aber eigene Musik macht, ist es gut, weil dann hat man ja quasi... Oh, danke, Horst, fürs Followen.
Ist aber, glaube ich, wieder ein Bot, weil den habe ich schon mal gehabt, irgendwie, I don't know. Dann ist es ja gut, weil sie dann wenigstens anfangen, eigene Dinge zu machen und so ein bisschen den Fame genutzt haben, um halt eine Art Startantrieb zu bekommen. Aber Coverbands, weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Es sei denn, du bist richtig krass. Also du bist richtig krass in Coverbands. Dann ist es okay. Ich sag mal, dieser Follow. Warum ist der da links? Shish Walla Mogulis. So. Sorry, ich bin Perfektionist. Nein! So. Was nochmal? Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Kannst du in der Kasse nachsehen? Okay. Aber was, wenn es 3 volle Stunden Improvisation mit Jazzblöte sind? Die er sich reinzieht, während er vernichtende Filmkritiken schreibt. Ja, während er einen 50 Dollar Americano schlürft. Lol. Hm. Nichts. Kein Spielzeug. Wallo, du heals. Follow is follow, ja? Stimmt. Follow is follow. Issue Blade. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. In Regalen könnte man doch sowas aufbewahren, oder? Vielleicht ist es im Schrank da. Was, wenn es die Original-Broadway-Aufnahmen von Cats sind? Das wäre immerhin ironisch. Hier ist es auch nicht. Es ist in der Schublade. Nee, in der Schrottkiste. Egal, wir schauen in den Schuh. Nee, da ist es auch nicht. Das hätte er gesehen. Perfekter Ort für ein Katzenspielzeug. Vielleicht da drin? Vielleicht sind's ja Celine Dion's Greatest Hits. Du meinst The Essential Celine Dion? Eine echte kanadische Legende. Hm, ist doch die Spielzeugkiste. Ryan ist schon ein bisschen cute, aber Steph ist Bay. Steph ist halt S-Tier hier gerade, aber immer. Der neben Gabe. Der Ort für ein Katzenspielzeug. Und Ethan. Alter, es sind so viele coole Charaktere, ohne Scheiß. Es ist dieses Püppchen. Oh. Nee. Und da haben wir es. Gut geraten. The fuck? Was ist das? Ein Quietscherentier. Halt die Ohren frei. Gibt's Falls ich durch diese Katze ja. tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Alter, ich würde das nicht so sarkastisch sagen. Die Katze ist noch aggressiver, als ich dachte. Ja, weglogen. Tschüss. Verschwindibus. Miau. Oh, ja, die Begeisterung. Oh, wer ist jetzt so das überlegene Säugetier? Miau. Boom, wow. Bitch, get out of my way. So. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. Du hast legit gar nicht geholfen. Aber hey, redet es nur ein, ne? Solange du Menschen im Wald findest, ist es okay für mich. Okay. Pokémon Record Traders. Gabe Chen, Tiny Blue Bot. Steph Narrowpathers. Pathos. Cass Groves, Wild Air. Jet Lucian, The Guy with the Face, Steph Great School Group Project und Gabe Chen Kings of Leon. Tiny Blue Bot oder Kings of Leon? Scheiße, es ist nichts von dem, was ich gesagt habe. Belastend. Also klar. Gut, dass man mit diesem Game wieder ein bisschen flirten kann. Ja, beste. Also, Prediction: Man kann entweder Ryan klären oder Steph. Oder. Nee, eigentlich, ich glaube, dass man Steph eben nicht klären kann, sondern dass sie wahrscheinlich schon eine Beziehung hat mit einem anderen Girl, weil ich glaube, dass sie lesbisch ist, ne? Jetzt ist es raus. Ist nur eine Vermutung. Aber dass man wahrscheinlich lange die Hoffnung hat, dass man mit ihr was machen kann. Ist jetzt einfach eine Prediction? Müsst ihr nicht antworten? Moment. Weil das wär zu krass, wenn man mit Steph eine Beziehung eingehen könnte. Zusammen Platten gehört. Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Gabe hat Er ist so sein bester Freund, oder? Er tat nur cool. Aber er war ein echter Nerd. Er hat einmal so getan, als springe er von der Bühne. Weiß nicht, ob es klug war, jetzt ihn als Nerd darzustellen. Verstauchte sich den Fuß. War lustig. Ja, wobei, ist schon lustig. Mit deiner Hilfe kommen wir endlich mal an Gabes allerpeinlichste Geschichten.
Perfekt. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein die ist sauer. Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Die ist ganz sauer. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Die ist ganz, ganz böse. Und Alex fühlt das. Ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Ganz schwierig, ganz schwierig. Emergency Exit. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gern übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist Ehrenmann. Meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon das wäre es, wenn der Vogelgezwitscher reinballert. Alter, Ehrenmann hat uns gesaved. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay. Ehre, Komma, richtig cool, einfühlsamer Dude. So. Sorry. Ich war gerade irgendwie neben der Spur. Danke. Ist okay. Ah, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Bing, bing, ehreneinfühlsam. Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Das hört Charlotte nicht gerne. Warte, was? Wir haben uns unterhalten. Über Vogelrufe und Vogel-CDs. Er ist ganz vernarrt in Vögel. Und in Vögeln. Warte, was? Du weißt schon, dass das Album steht. Ehre. Der Typ ist so krass. Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, geiler Typ. Noch was. Alter, nice, wie er sie ablenkt. Hier und er will dringend mit dir reden. Hat das Steph-Telefon? Er weiß, wo er mich findet. Okay. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach, ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Na, Lena. Kann ich verstehen. Sind beide damn hot. Ich wäre auch gern der. Also. Lull. Ja. Schwierig. Gut. Alter. Schönes Spiel. Ich liebe es. Rocky Mountain Record Traders. Ach, wir sind ich in Rocky Mountain. Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Nee, wer? Ja? Ethan? Nee, ja? Nee, wer ist es? Ja, Ethan. Ehremann. Was geht, Monsterjäger Thanor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Ethan! Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Ethan! Eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber... Lantern? Ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Hat der zwei verschiedene Augenfarben? Nee. Doch, die eine ist dunkler. Geht klar, Mann. Safe call, oder? Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Ach, Ethan, ja, ist der Sohn von seiner Freundin, jetzt hat. Bis ja. Dann. Böser Lügner Ethan, ja, ja, ja. So nicht. Weird, du in dieser Dad-Rolle. Stimmt, Dad-Rolle? Stimmt, er ist ja der Dad quasi. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Ja, das stimmt. Wir vertrauen uns. Wo slackt wieder Dinge, ein bisschen. Die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Ja, er hat mir sein Geheimnis anvertraut. Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Nee! Nee, komm. Oh nee. Das Ding ist, er hat Gabe belogen.
Also es lag gerade im Stream, sorry. Ich muss mal ganz kurz hier intervenieren. Internet hat gerade Semi-Bock. Wichtig, Digga. Ja, ach nee. Also, ich habe schon ganz klar eine Tendenz. Wir gehen nur kurz die Fakten durch. Also, wenn wir Scape sagen, der ja sein Dad Plus ist, besteht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er es intervenieren möchte. Was aber nicht schlimm ist, weil es um die Sicherheit geht. Die Mine ist... Ich bin kein Fan von Minen. Minen sind gefährlich. Punkt. Jeder, der Until Dawn gespielt hat, weiß das. Okay, jetzt vielleicht nicht so gefährlich, aber trotzdem sind Minen gefährlich. Und da... Ja... Er hält uns für einen 31er dann... Also, da meine ich, hält uns den 31er dann, der Düsen. Aber das ist mir so Wayne, wenn es um seine Sicherheit geht. Das ist halt... Ja, es gibt kein Pro-Argument für Geheimnisbewahren. Wir nehmen natürlich das, ist ja ganz klar. Ey, es gibt kein Pro-Geheim. Also, nee. Es gibt das ja wird etwas, auf jeden Fall gesagt. Solltest. Ehrlichkeit. Hatten wir. Hatten wir vorhin, vor 10 Minuten. Oder halbe Stunde. Oder eine Stunde. Er erzählte was von einer Mine, die er erkunden will. Oh Mann. Er wirkte, als wüsste er, was er tut, aber ich dachte, ich sag es dir. Ja, lieber. Ja, auf jeden Fall. Dieser Bengel. Ja, ja. Ich muss es Charlotte sagen. Gib mir einen Moment. Das ist jetzt ein 31er-Moment, aber es ist pädagogisch. Wirklich? Nicht. Mal sehen. Ne? Je mehr es wissen, desto besser. Ist. Ja. Das genau das. Getan. Wer sich für das andere entscheidet, lost. Pädagogik 6-. Gehen wir deine Sachen ablegen? So. Was stand nochmal auf dem Warningzettel? Ja, ja. Da wird gesprengt am Sonntag. Wir wissen nur nicht, welcher Tag es ist. Ich sag nicht, dass heute Sonntag ist. Ist ja schon sehr malig, dass er in die Luft gesprengt wird, lol. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Es lägt halt immer noch einer. Gronkh hat sich beide für das andere entschieden. Ist das sein Ernst? Alter Gronkh. Komm, man muss nicht Pädagogik studiert haben, um das zu wissen. So, es laggt nur, wenn diese Cutscenes am Start sind. Gerade jetzt gerade im Pausenscreen. Ich glaube, wir machen mal kurz hier eine kurze Pause. Ich gehe mal kurz aufs Klo, hol mir was zum Trinken. Ich gebe euch auch eine kurze Pipi-Pause. Und dann geht es schon wieder weiter. Ich gebe euch mal kurz mein Face als Pausenscreen. Genau, geht gleich los. Ja, müssen wir umschreiben, geht gleich weiter natürlich. So. So, bis gleich. Geil. Gesponsert von der Afri-Cola GmbH. Keine Ahnung. Hashtag nur Werbung. Weiter geht's. Ich sag's euch, Facecams in solchen Games sind aber auch Gigamüll. Und useless. Kann man nicht auf dem Handy sehen, welche Tag. Ich weiß doch gar nicht. Brrr. Ganz genau. Ich hätte mir die Steuerung vielleicht durchlesen sollen. Ja, Select ist übrigens euer Handy, der MyBlog. Leck mich verdammt Zückerli. Alter, nee, was?
Havenspring. Okay, Moment. Ich bin gerade komplett. Wir fangen bei. Was ist das alles? Ja, ich kann sehen, warum Gabe so gut hierher passt. Gerade deswegen ist heute Abend in der Black Lantern, um die Ankunft meiner Schwester zu feiern. Was war bestimmt nicht mit dir, Junge? Es gibt nichts Grades. Zu spät, steht schon im Internet. Grades betrinken. Steph Gingrich, genau. Ich wusste, dass sie so heißt. SG. Das heißt. JL? Nee, JL stand nicht. JW. Egal. Versuch's nur. Riley Leaf. Ich kann bestätigen, ehrlich ist super. Ich kann nicht bestätigen, wie sie so super geworden ist. Und du so. Naja, du. Ist eine Anlage Umweltsache. Lol. Dann. Typhoon Minengesellschaft. Erinnerung an alle Helme am Monat, die Typhoon Minengesellschaft heute Abend. Okay, es ist heute Sonntag. Okay, alles klar. Das heißt, der Junge wäre einfach zerfetzt worden, wenn die das nicht gesagt hätten. Ja, moin, Gronk. Lol. Hat einfach einen Jungen zerfetzt. Wie schön sie das hier dargestellt haben. Bla, bli, blub, schmupp. Gabe Chen. Mann, ich will kommen morgen in. Okay, wir sollten doch ganz unten anfangen. Charlotte Harmon. Vielen Dank an alle, die beim Drucker waren. Unsere kurzen sind ein weiteres Jahr sicher versplittern. Das hat sogar noch nie besser ausgegangen. Und meine Hände sind nie schlimmer. Wir versorgen sie in Charlotte. Doki. Hand mit Sekundenschein ausgestopfter Tier festgeklebt. Hilfe. Taki, wolltest du vielleicht in Google? Was? Du musst in Google, wenn du so ein Booster hast gekommen. Vor allem an. Haven Springs Vogelbeobachter gesagt, wir sind da so. Ryan Lucian. Wie letztes Jahr schreibt Ashley, du brauchst mehr als um mich zu schlagen. Ich glaube, wir brauchen auch Lucian. Wow. Aber wow. Ich möchte mir einen nötigen Vogel lieben. Sieht gut ohne Bart aus. Ranger. Ryan Lucian ausgewiesen. Geburtstag wurde in die Welt. Wurde mit einer Zufall vor 40 Jahren geboren. Wow, 47. Alles, ey, was ist denn da nicht gemeint? Ich war mit neu. Tot. Alter, geil. Ich sehe das jedes Jahr, wird es nie ein alter Hut nicht sein, wie du. Der Jan. Sein Vater einfach. Ehrenmann. Geil. Parkourstunden, weiß irgendwer, wo Eve an Parkourstunden teilnehmen kann. Ach, das ist Char. Oh, wir haben. Ja, okay. Okay. Left's Bloom, weil. Okay. PCs. Ich weiß nicht, ob das alles relevant ist. Wir gehen es mal ein bisschen durch und überfliegen es grob. Okay, ja genau, Charlotte macht die Fotos. Junge! Bergballade. Ballade. Ein Live-Action-Roleplay in Denver zu melden. Seid ihr aufgeregt oder was? Sonny Anderson. Es gibt was für meine Kinder. Okay, nice, cool. Lab. Alter, Lab ist übel, das Ding hier. Weißt du gar nicht, ob. Was ist denn Stefan Handy gesehen? Du meinst Handy im Laden. Ja, das ist mein Lieblingsfest. Guter Tipp mit Handy. Ach nee, jetzt muss ich mir das Spiel holen, damit ich kenne. Ja, das ist der Block von der Stadt. Ja, yeah, Block von der Stadt, aber kann man ja trotzdem mal. Das sind vielleicht ein paar. Block. Der Block. Legendäre Monster Gefeinor ist fertig. Wie viele kann ich für den Laden haben? Ich war, als ob. Das wäre so krass. Er verkauft einfach sein Comic. Okay, die zweite Mine ist nicht gut für die Umwelt, merke ich hier aus Ryans Antwort. Dass wir darüber reden werden. Ich werde es herausfinden. Schwierig. Okay, das haben wir noch nicht ganz. Wie geht es zu meinem Blog? So. Okay. Ja. Was?
wird hier denn abgebaut? Damals war Silber. Ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja. Heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Okay. Glaube ich gern. Uran. Alles klar. Na, sieh mal also, an. Wendigos? Jet. Ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, ja. Wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Gabe muss ganz schön viel schlucken, ey. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähl dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Genau meine Rede. Bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt. Pass lieber auf. Egal, kommt erst mal in Ruhe an. Alex hat mich gefreut. Und wieso leckt meine Facecam? Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wickerman-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Wickerman-Shit? Frage in den Chat. Ich hoffe, es deckt zumindest nicht alles bei euch, sondern nur die Facecam. Nettes Zimmer. Gute Neuung. Das ist nicht dein Ernst. Einfach ein Geek-Zimmer, geil. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht. Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Übel die Butze. Das sind gute Butze. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist... Es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Wie, was meinst du mit, es gehört mir? Naja, es sind diese Orte, die Leute haben, um darin zu wohnen. Wir nennen es ein Zuhause. Ja, die normalen, null. Ich meine es ernst. Das hier soll ein Neuanfang für dich sein. Das ist so ein Ehrenbruder, ohne Scheiß. Er schenkt dir einfach seine Wohnung, genau. Man kennt's. Gabe. Klassiker, ne? Ich. Aber ganz ehrlich, er ist schon eher, man hätte ich eigentlich genauso dein gemacht. Ding. Versprich mir nur, dass du nicht zu viel Partys feierst und du alles abfackelst. Jet bringt mich um, falls das wieder passiert. Geht klar. Warte, wieder? Okay, Diggi. Stell dir vor, du kriegst einfach so eine Wohnung geschenkt. So eine richtig coole, fast schon perfekt für dich angeschnittene Wohnung. Nett. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich hab mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Ich hab echt nicht erwartet, dass du einen Bart hast. Haben sie es dir nicht gesagt? Welche Wenn Wohnung, du nach Colorado genau? Ziehst, also, bekommst du automatisch dir schenke ich nicht meine Wohnung. Bart, umfassendes Wissen über Craftbeer und ein Subaru. Komisch. Davon bekam ich bisher noch nichts. Keine Sorge, ich lasse nichts unversucht, damit du dein eigenes Colorado-Willkommenspaket bekommst. Gut, denn...
Ich habe auch was für dich besorgt. Warte, was? Alter, jetzt frontet man mich nicht von der Seite hier. Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich muss es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Es ist doch Crazy Stick Kult. Okay, egal. Mann, ich komme nicht klar. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Oh ja, zeig's ihm. Was macht er? Kuddelt er? Lebenslange Übung. Cringe-Dance muss in- ja, ja, ja. Du bist dran. Gut. Geile Musik, Alter, holy shit. Und wie die Sonne da reinscheint. Alter. Könnte das Spiel des Jahres werden für mich. Es wird zwar Sinnoh-Remix rauskommen. Deswegen ist es hart. Aber, boah, es werden beide meine Spiele des Jahres, glaube ich. Ich will auch so einen Bruder, ja, Mann. Ich will eher sein. Ah, warte kurz. Ja. Okay. Das könnte Max. Mac. Oh. Ganz weirde Nathan-Vibes. Nee. Stress. Wut. Großkotzigkeit. Arroganz. Ah. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mike. Bruder, er hat nur Blumen gekauft. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin. Alter, ehrlich, du verstehst das falsch. Das macht er nicht. Fress ein Sack, Alter, der hat echt Blutprobleme. Nein, nicht hier, nicht hier. Es gibt keinen Grund mehr. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede dir. Nein! Kann sie das nicht irgendwie nutzen? Als ob der jetzt ihn verprügelt in seiner Wohnung! Bleib! Bleib! Bloß! Bloß! Von ihr fern! Von ihm fern! Blöder Bastard, Alter! Verpiss dich! Okay, realer Schlag. Alex, hör auf! Die nimmt ihn ja anders, Hobbs. Gabe, ich wollte nicht. Ist schon okay. Schwester ist echt gestört. Du bist gestört, verpiss dich jetzt. Verflucht, ihr könnt mich beide mal.
Es tut mir so leid. Alles gut. Alex, it's okay. Meine Schicht fängt gleich an. Halb fünf wahrscheinlich, das ist viel noch viel. Super. I mean, it's not a secret, ne? Es ist sehr obvious, was ihre Kräfte sind. Und sie hat keine Kontrolle darüber, beziehungsweise diese, ich nenne es jetzt mal Hyperempathie, ja, ist halt nicht geil. Sehr interessant ist die Thematik vor allem deswegen, weil sie sich eben bei jungen Erwachsenen, sie ist ja eine junge Erwachsene, dass es eben durch ein Videospiel pädagogisch aufzeigt, dass viele Menschen emotional zu kämpfen haben. Sei es Depressionen, sei es Borderline-Störungen. Da habe ich auch schon einiges von erfahren. Also nicht nur Freunde, sondern auch Familienmitglieder. Und ja, willkommen zu Life is Strange. Teaser, du darfst nichts genießen. Kommt gut hin. Es gibt immer irgendeinen, ich nenne es mal Faktor, der seitlich reingrätscht, in den Nacken und dir ein Eisbein gibt. Ja. Schwierig. Also allein, dass Meg in seine Wohnung stürmt und ihn verprügelt, ist halt Hausfriedensbruch, Körperverletzung, könnte man unter Beleidigung zählen auch, weil er ihn halt, hier Rufmord, er unterstellt ihn, dass er mit seiner Freundin vögelt, was gar nicht so ist. Und dann hat sie noch dieses Problem, dass sie die Emotionen der anderen Leute auch annimmt, beziehungsweise sie kann sie erst lesen und wenn die zu krass sind, vor allem Wut, dann nimmt sie sie auch anscheinend an und dann hat sie halt keine Kontrolle und prügelt quasi, also macht quasi genau das gleiche wie der Gegenüber. Der prügelt, also prügelt sie. Ist schon krass. Hat jetzt schon mal erst richtig schöne Atombombe. Das ist die Sprengung vor der Sprengung, ne? Also bevor die Mine gesprengt wird, wird erstmal Sozialität gesprengt. Soziale Familien- und Freundesstrukturen werden hier erstmal gesprengt. Ja. Komplett, ja, es ist gestört. Das hier müsste der erste Part gewesen sein. Bei der 1,5 Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schneiden werde. Ich werde hier für YouTube einen Cut machen. Und sag schon mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.